mache ich da, wo ich gestern aufgehört habe. Da ich schon um 7 Uhr aus dem Bett gefallen bin, dachte ich mir, komm, Wetter passt. Also ab aufs Fahrrad. Etappe Nummer 3. Wickede, Ziel ist Hagen. Auch knapp 40 bis 50 Kilometer werden das heute. Wetter spielt auch mit. Wie man sieht, es klart auf. Also wird es vermutlich ein herrlicher Tag. So sieht die Ruhe aus, wenn man vergessen hat, wie sie aussieht. 17 Kilometer bis jetzt auf der Tour. Und ich muss sagen, sehr, sehr wenig Abschnitte bis jetzt am Wasser. Was ich echt schade und doof finde. Man fährt meistens mehr durch Ortschaften an der Straße entlang, Felder, Wiesen. Da war der erste Abschnitt schon besser als dieser. Also bisher bin ich nicht wirklich schon begeistert. Aber ich denke mal, irgendwann muss ich wieder an der Ruhe entlang fahren. So, die nächste Ortschaft wartet schon. Ich fahre dann mal weiter. So, Wegführung hat sich ein bisschen gebessert. Weil hinten an der Kreuzung gab es ein Problem. Wegweiser zeigt geradeaus. Aber die Routenführung von Komoot sagt er rechts rum. Da bin ich auch froh, dass ich sie denn um habe. Denn der Weg ist hier ein bisschen besser, halbwegs in der Nähe von der Ruhr. Zwar nicht direkt, aber man sieht es ja schon wenigstens ab und zu mal. Knapp 7 Kilometer bin ich bei Schwerte. Dann heißt es ab nach Hagen zum Hauptbahnhof. So, 25 Kilometer habe ich hinter mir. Ich habe ein schönes Plätzchen für ein Päuschen gefunden. Wer hätte es denn gedacht, ich komme doch noch an die Ruhr oder fahre da dran entlang. Diesen Platz kenne ich nur ganz gut, weil wir vor 2 Jahren oder 3 Jahren die Paddelcaches gemacht haben. Und entweder sind wir von hier gestartet oder haben hier aufgehört. Deswegen, der Parkplatz kam mir schon ziemlich bekannt vor. Wenn es jetzt an der Ruhr weitergeht, wäre ich ja sehr zufrieden. So, jetzt bin ich wieder zurück aus Hagen. Eigentlich wollte ich in Hagen noch ein Video machen, nur es passte genau. Denn wo ich am Bahnhof war, war gerade der Zug da. Sonst hätte ich eine Stunde warten müssen. So, Fazit von der Etappe 3. Wickede, Hagen, Ruhrtalradweg. Ja, gibt schöne Ecken. Aber die zweite Etappe von Freinol bis Wickede war deutlich schöner. Selbst Winterberg-Freinol hat mir besser gefallen. Man fährt auf der dritten Etappe ziemlich viel an der Straße. Sehr wenig an der Ruhr. Erst kurz vor Schwerte gibt es schöne Abschnitte und vor Hagen oder um Hagen rum. Aber ich werde den Ruhrtalradweg definitiv zu Ende machen. Dieses Jahr weiß ich nicht, ob es klappt, aber spätestens nächstes Jahr möchte ich den fertig haben. So, jetzt geht's zum Auto und ab nach Hause.